Wieso war jetzt das Klicken so lange? Und ist alles unscharf? Hattest du das Problem auch schon mal, dann bist du bei uns genau richtig. Heute geht es um die Verschlusszeit. Das Geräusch, das man beim Auslösen hört, ist unter anderem der Verschluss und bei den Spiegelreflexkameras ist es auch der Spiegel, der hoch und runter klappt. Bei den spiegellosen Kameras jedoch ist es nur der Verschluss, den man beim Auslösen hört. Was ist jetzt der Verschluss? Der Verschluss ist ein technisches Teil, das vor dem Sensor liegt und die Zeit, wo Licht auf den Sensor trifft, reguliert. Das heißt jetzt, wenn ich eine schnelle Zeit einstelle an der Kamera, ist der Verschluss kürzer, also rein von der Zeit, und lässt weniger Licht auf den Sensor. Dadurch wird das Bild einfach dunkler. Bei einer langen Zeit passiert genau das Gegenteil. Es kommt mehr Licht, also einfach auf eine längere Zeit, auf den Sensor und dadurch wird das Bild schlussendlich heller. Die Verschlusszeit ist ein Element, was kreativ eingesetzt werden kann. Für dies sind wir hier an einem kleinen Wasserfall und möchten dir jetzt an zwei Beispielen zeigen, wie du die Verschlusszeit individuell einstellen kannst und so Bewegungen einfrieren kannst oder eben auch nicht. Wir werden hier zuerst ein kleines Beispiel mit einer kurzen Verschlusszeit machen. Bei meiner Kamera stelle ich die Verschlusszeit am vorderen B-Rad ein und ich gehe hier auf eine 400stel Sekunde und die Blende geöffnet auf 2. Mache ein Foto und hier siehst du das Bild und man kann klar erkennen, dass jeder einzelne Wassertropfen eingefroren ist. Dies wird bei der Sportfotografie verwendet oder bei der Tierfotografie. Wenn Motive sich schnell bewegen, kannst du mit einer kurzen Verschlusszeit diese einfrieren und somit scharf darstellen auf dem Foto. Jetzt stellen wir die Kamera etwas länger an. Das heißt, die Verschlusszeit wird länger und es kommt mehr oder über eine längere Zeit Licht auf den Sensor. Ich werde hier an diesem Beispiel 2 Sekunden einstellen und die Blende schließen auf 16. Nun löse ich aus. Ich habe einen Selbstauslöser eingestellt und bin auf einem Stativ, um die Verwackelung zu vermeiden. Jetzt siehst du auf dem Foto, dass der Wasserfluss sichtbar ist. Und genau das ist der Effekt, den man erreichen kann mit einer etwas längeren Verschlusszeit. Wenn dir das Einstellen der Verschlusszeit und der Blende ein bisschen zu kompliziert ist, gibt es einen Modus in der Kamera. Das ist bei den Systemkameras, oben hat es ein Wählrad und dann kannst du wechseln zwischen M, A, S, P, Automatikmodus und so weiter. Wir brauchen hier in diesem Moment den S-Modus und nun kann ich nur noch am vorderen Wählrad meine Zeit einstellen und mit der voreingestellten ISO berechnet mir die Kamera eine perfekte Belichtung und stellt die Blende automatisch ein. Somit nimmt dir die Kamera eine gewisse Arbeit ab. So, jetzt weißt du bereits, welche Verschlusszeiten du beim Fotografieren verwenden kannst. Aber welche Zeiten braucht man dann beim Filmen? Wichtig ist da, dass man die Regel mit schnellen Zeiten, kurzen Zeiten nicht gleich aufs Filmen anwenden kann. Zuerst musst du wissen, mit wie vielen Bildern in der Sekunde du filmen möchtest. In der Regel, normalerweise braucht man 25-30 Bildern in der Sekunde beim Film. Die Faustregel hier ist nun, dass man diese Anzahl Bilder in der Sekunde mal 2 rechnet. Bei einem Beispiel von 25 Bildern in der Sekunde ergibt es eine 50stel Sekunde Verschlusszeit. Das ist jetzt wichtig, weil wenn man eine schnellere Zeit oder eine langsamere Zeit einstellt, kann es sein, dass das Video anfängt zu rucken, also nicht zu rucken oder zu stocken. Das Bild sieht optisch nicht mehr nach einem Fluss aus. Und so kannst du beim Filmen einfach die Anzahl Bilder in der Sekunde nehmen und mal 2 rechnen, dann bist du schon sicher. Du hast jetzt verschiedene Informationen zum Einstellen der Verschlusszeit bekommen. Anhand von 2 Beispielen beim kleinen Wasserfall haben wir dir gezeigt, wie du die Bewegung vom Wasser einfrieren kannst oder als Bewegung auf dem Foto darstellen kannst. Ich möchte dir nun ein paar Erfahrungen von mir persönlich weitergeben. Bei der Menschenfotografie oder speziell beim Porträt wähle ich
nie eine längere Verschlusszeit als eine 1/125. Beim Sport oder bei der Tierfotografie versuche ich immer über eine 2/1000stel der Sekunde zu gehen. Einfach aus diesem Grund, weil ich die Schärfe das Wichtigste in diesem Foto finde. Wir haben im letzten Video erwähnt, wie du die Blende einstellen kannst. Vergiss nicht, mit dem Verhältnis von der Verschlusszeit und der Blende kannst du die Helligkeit im Bild variieren. Wenn du also eine offene Blende wählst, kannst du eine sehr schnelle Verschlusszeit wählen. Wenn du hingegen einen Wasserfall fotografieren möchtest, Stativ nicht vergessen, dann brauchst du eine geschlossene Blende, weil du eine sehr lange Verschlusszeit haben möchtest. Wenn du eine noch längere Verschlusszeit haben möchtest, dann versuch doch einmal, einen ND-Filter vor dein Objektiv zu schrauben. Und dann wirst du sehen, dass auch mehrere Minuten möglich sind und du so, wie bei mir in Island, auch Wasserfälle oder Flüsse unheimlich schön dargestellt werden. Im Videobereich ist es bei mir so, dass ich grundsätzlich immer auf die 50. Sekunde gehe. Somit habe ich bis jetzt jedes Video gefilmt und habe noch nie Probleme gehabt, ein Stocken oder Ähnliches im Video zu haben. Ja, das war es jetzt von unserer Seite. Jetzt bist du an der Reihe, schnapp doch deine Kamera und geh raus und probiere die Einstellungen selber aus. So auf jeden Fall habe ich die Einstellungen am besten zu beherrschen gelernt. Du kannst dich jedoch schon freuen, das nächste Video oder eines der nächsten wird dann über den ISO sein, dass wir die drei Einstellungen komplett haben und du voll ausgerüstet fotografieren kannst. Danke vielmals, warst du dabei und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.